alle ihr Lieben. Herzlich willkommen zum heutigen Pilates-Technik-Training Teil Nummer 2. Ich bin's, eure Alex, und freue mich mega, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema neutrale Beckenposition. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich das schon mal gefragt hat, puh, was bedeutet das eigentlich genau? Baue ich die Beckenposition überhaupt richtig auf? Was meint die Alex oder vielleicht eine andere Trainerin überhaupt damit? Denn diese Position ist sehr, sehr wichtig, dass man sie im Pilates-Training verstanden hat, denn sie ist Voraussetzung für viele Übungen und natürlich auch, um die Körpermitte zu schützen und zu stabilisieren. Worum geht es? Jetzt stell dir mal die Wirbelsäule vor über ein Seitenprofil. Die Wirbelsäule hat eine doppelte S-Form. Das heißt, ich habe hier eine Lordose in der Halswirbelsäule, ein kleines Hohlkreuz. In der Brustwirbelsäule habe ich eher eine Rundung, im unteren Rücken eher wieder ein kleines Hohlkreuz und im Kreuzbeinbereich eher wieder eine Rundung, also eine doppelte S-Form. Das Becken, wenn ich sage neutrale Beckenposition, soll so auf der Matte ausgerichtet sein, dass ich ein kleines Hohlkreuz habe. Jetzt verrate ich euch in der Rückenlage einen kleinen Trick, wie ihr für euch eure individuelle Beckenposition richtig herausfindet. Dazu rollen wir gemeinsam erst einmal über den Standing Wall Down nach unten ab. Einen Wirbel nach dem anderen, ne? So wie es sein sollte. Ihr beugt die Knie an, setzt euch auf die Matte. Positioniert euch einmal vorbereitend, aktiviert die Körpermitte und rollt nach unten ab. Dann legt ihr euch hin. Erstmal Vorbereitung, so wie du dich erst einmal entspannt auf die Matte legen würdest. Und jetzt beginnst du mit einer kleinen Beckenschaukel. Das Becken kippt zu dir, der Unterrücken bekommt Kontakt zur Matte. Du kippst das Becken weg, du bekommst ein kleines Hohlkreuz. Und beginne ein paar Mal diese Beckenschaukel auszuführen. Einmal kippt das Becken zu dir, das Schambein zieht zur Nasenspitze, Unterrücken Kontakt zur Matte. Jetzt schiebe das Becken weg, du bekommst ein großes Hohlkreuz. Und jetzt ist es genau diese mittlere Position. Und da gibt es eine kleine Hilfestellung, wie du für dich zu Hause das ein klein wenig üben kannst. Du nimmst jetzt einmal die Daumen und die Zeigefinger und bildest sozusagen ein kleines Dreieck. Die Daumen sind zueinander, die Zeigefinger auch. Diese legst du jetzt mal auf dein Becken. Die Daumen kommen auf die Hüftknochen, auf diese Stacheln, die hier vorne rauskommen. Und die Zeigefinger zeigen Richtung Schambeinknochen. Das ist hier der untere Knochen. So, und jetzt schaukel mal wie eben weiter. Das Becken kippt und das Becken kommt wieder weg. Zieh das Schambein zur Nasenspitze und Rücken bekommt Kontakt zur Matte und schieb es mal weg. Und jetzt ist es so, wenn das Becken zu dir kippt, kommen die Zeigefinger höher und schiebst du das Becken wieder weg, kommen die Daumen höher. So, und jetzt ist es wichtig, dass Daumen und Zeigefinger auf einer Höhe ausbalanciert sind. Schau mal, wie das bei dir geht. Ich stoppe jetzt mal für mich diese Position. Komme mal mit Kopf- und Schultergürtel nach oben und schaue, dass Daumen und Zeigefinger auf einer ganz geraden Linie sind. Das wäre für dich deine optimale neutrale Beckenposition. Nehme jetzt mal eine Hand weg und schau mal, ob eine Hand zwischen unteren Rücken und Matte passt. Teste einmal aus für dich. Ich hoffe, das klappt. Na, kurz Kontrolle, checken, na, das muss man auch so ein bisschen automatisieren, wahrnehmen und kommen nochmal in die Beckenschaukel rein. Und das Ganze machen wir nochmal. Einfach kippen, neutrales Becken auflösen, unteren Rücken in die Matte reinschieben und jetzt fange langsam wieder an, das aufzubauen, sodass Daumen und Zeigefinger eine Höhe sind für dich. Und dann checke noch einmal, indem du Kopf-Schultergürtel aufrollst. Okay. Und dann nehme einmal die Hände weg, rechts und links. Und spüre einmal in deine Wirbelsäule hinein. Das ist das Kreuzbein, welches der höchste Punkt auf der Matte jetzt ist. So, und jetzt ist es wichtig. Wir machen das anhand einer Übung als Beispiel. Die Low Abs. Erstmal nur den Aufbau. Ihr atmet ein durch die Nase. Mit der Ausatmung sage ich gerne oder häufig in den Workouts, hole das rechte Bein in die Tischposition. Nehme mit der nächsten Ausatmung das linke Bein in die Tischposition und behalte dein Becken in der neutralen Position. Ich setze die Beine mal wieder ab und schaut mal bitte zu mir, was jetzt passiert. Ganz häufig sehe ich oft in meinem Studio. Ausatmen, schaut mal auf mein Becken, rechtes Bein kommt hoch. Ausatmen, linkes Bein kommt hoch und was ist passiert? Ich habe das Becken aus der neutralen Position rausgeholt und den unteren Rücken in die Matte reingeschoben. Das ist genau das, was man meint, behalte ein neutrales Becken. Alle mal gemeinsam, ja? Komm, wir schaukeln noch einmal das Becken hin und her. Okay.
Und dann baut für euch die neutrale Position auf. Zeigefinger, Daumen auf einer Höhe. Kurzer Check. Gut. Oberkörper ablegen, Arme rechts, links. Eine Ausatmung vorab. Ihr Lieben, zentriert euch bitte nur mal vom Beckenboden, von der Bauchdecke. Nehmt jetzt mit der nächsten Ausatmung das rechte Bein in die Tischposition, ohne das Becken zu bewegen. Haltet es neutral. Mit der nächsten Ausatmung auch das linke Bein in die Tischposition. Haltet es neutral. Jetzt setze, ausatmen das rechte Bein ab. Und ausatmen das linke Bein ab. Jetzt legen wir einmal zur Kontrolle die Hände auf. Eine kommt im Bereich des unteren Bauches, die andere legt ihr unter den Rücken. Und dort solltet ihr keinen Druck bekommen. Die Bauchdecke wölbt sich nicht nach oben und die untere Hand bekommt keinen Druck vom unteren Rücken. Einatmen, Vorbereitung. Eine Zentrierung vorab, ihr Lieben. Spannt Bauch, Beckenboden an. Ausatmen, rechtes Bein Tabletop Position, Bauchdecke flach, keine Bewegung vom Rumpf. Ausatmen, linkes Bein Tabletop Position, keine Bewegung im Rumpf. Und rechtes Bein setzt wieder ab. Linkes Bein setzt wieder ab. Nehmt die Hände wieder weg, legt nochmal dieses Dreieck auf und schaut nochmal, ob das Becken immer noch so ausgerichtet ist, dass Daumen und Zeigefinger auf einer Höhe ist. Gut, und legt euch ab. Super, jetzt holt die Beine zu euch ran, das war's auch schon. Nehmt einen Assisted Roll-Up und rollt nach oben auf. Schiebt euch in die kleine Hocke, kommt in die Vorneige hinein und rollt eure Wirbelsäule nach oben auf. Zum Schluss den Kopf. Sehr gut, okay. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr es verstanden habt, diesen kleinen Trick. Da braucht man ein bisschen Übung und irgendwann automatisiert sich das von ganz alleine. Falls ihr jedoch noch nicht sicher sein solltet, schreibt mir gerne in die Kommentare und ich werde euch so schnell wie möglich eine Antwort darauf geben. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit meinen Pilates-Workouts. Macht's gut, eure Alex.